Hey Freunde, was geht? Momo hier. Willkommen zu einem weiteren Video von mir. Und heute geht es um einen Nachtrag zu meinem Xiaomi 34 Zoll Ultra Wide. Ich habe ja in meinem Review gesagt, dass die Farben mich nicht ganz überzeugt haben. Und das habe ich jetzt beheben können. Ich bin mega happy, dass ich euch das jetzt zeigen kann. Meine Einstellung, die den Xiaomi Ultra Wide so ziemlich nah an ein Apple Retina Display bringt. Ich bin ziemlich happy damit. Deswegen kann ich jetzt hier auch ohne Probleme im Clamshell-Modus mit meinem MacBook arbeiten. Das heißt, das Display ist zugeklappt. Ich muss die Farben nicht extra prüfen, wenn ich in Farbkorrekturen arbeite. Ich zeige euch einfach mal, was bei mir die ausschlaggebenden Punkte waren. Und wir gehen hier einfach mal in die Einstellung. Ihr seht, Turn on RTS ist schon hier an und RTS ist einer der mehreren Smart-Modi hier von dem Xiaomi Ultrawide. Auf dem Standard-Modus, auf dem ich das erstmal gelassen habe, habe ich es nie wirklich hinbekommen, die Monitore quasi annähernd gleich hinzubekommen. Also doch, das war schon annähernd gleich, aber die Rottöne vor allem waren immer geschiftet und wenn ich da mehr Rot reingepackt habe, das hat dann das ganze Bild beeinflusst. Da musste ich mehr Grün wieder und dann wieder mehr Blau und das war immer sehr schwierig und mühselig. Dann habe ich mir hier die Modi mal angeguckt, alle mal durchgegangen. Es gibt halt einen Öko-Modus, Gaming-Modus, Movie, Low Blue Light. Und RTS habe ich selbst erstmal auch nicht begriffen, was soll das sein. Und das ist ein Real-Time-Strategy-Modus, also ein extra Modus für Strategiespiele. Und hat mich auch überrascht, habe den genommen und habe dann sofort gemerkt, dass das von allen Modi schon am nächsten an das Bild vom Retina-Display auf meinem MacBook war. Und das habe ich quasi jetzt hier als Basis genommen, um dann hier weiterzuarbeiten. Und unter Helligkeit, also Brightness, habe ich hier einfach 100% gepackt. Dynamic Brightness, also dynamische Helligkeit, das ist ein Modus, in dem ihr dann quasi den Monitor freie Hand lässt, dass er den Helligkeitsbereich einstellt. Das lasse ich bei all meinen Geräten meistens off, also aus. Black Level ist quasi der Schwarzwert, den habe ich komplett auf Null gelassen. Das gibt ein schönes, tiefes Schwarz. Hier im Kontrast habe ich das ein bisschen hochgestellt, das war auf 50. Und da habe ich den Kontrast dann getroffen, der mich sehr zufriedengestellt hat. Upsala, jetzt hier wieder raus. Ihr merkt, die Navigation ist immer noch nicht ganz intuitiv. DCR, das habe ich jetzt nicht ganz im Kopf, was das heißt. Ich glaube, das war auch Dynamic Contrast, also dass da der Kontrast auch dynamisch eingestellt wird. Und das habe ich auch ausgelassen, weil ich möchte, dass es immer gleich ist. Picture, das waren auch wichtige Einstellungen unter Custom, also Color Temperature Custom, das heißt die Farbtemperatur. Habe ich dann das Ganze auf 50-50-50 gelassen. Das fand ich ganz gut. Standard war bei mir auch nicht ganz optimal. Und so finde ich es ganz in Ordnung. Dann unter Hue, so eine Art Färbung. Das geht dann mehr Richtung Grün oder Richtung Violett. Und hier habe ich 55 für mich entdeckt. Saturation 50 gelassen. Und Gamma, da habe ich das auf 2.0 gelassen. Gamma, das hat auch was mit Schwarzwerten zu tun. Die Stufen des Schwarz werden damit eingestellt und 2.0 ist da so ein Ticken besser als 1.8 in meinem Vergleich gewesen und das war dann auch super. Picture Quality Settings, das sind hier nochmal Schärfe, die habe ich auf 50 gelassen. Manchmal habe ich auch das Gefühl, dass das doch auf 60 ein bisschen besser ist. Wenn ich das 60 nehme, das ist dann in manchen Situationen, vor allem bei Text auf Webseiten, dann doch ein bisschen zu scharf. Und deswegen bin ich jetzt gerade auf 50. Mir wäre lieber, wenn man das ein bisschen feiner einstellen könnte. Also es geht hier nur in 10er Schritten. Deswegen kann man hier direkt nur in 10er Schritten wechseln. Response Time habe ich hier auf High gelegt. Da sehe ich jetzt nicht so großen Unterschied, um ehrlich zu sein. Ich bin kein Gamer und kann das nicht so krass vergleichen, aber so, ich habe ein bisschen League of Legends gespielt. Sieht alles gut aus. Für meine Augen habe ich da keine Probleme. Noise Reduction auf Off. Also ich möchte da nicht, dass das Bild irgendwie verfälscht wird mit einer digitalen Rauschreduzierung und habe das quasi auf Off gemacht. Dann ist das hier schon der Smart Mode. Also hier habe ich RTS genutzt. Und das war es dann eigentlich schon. Upsala. Unter Windows Settings könnt ihr hier quasi, wenn ihr unterschiedliche Inputs habt, einstellen, was für ein Input quasi als Hauptinput gewählt wird. Oder halt auch
hier dieses Splitten, wenn ihr mehrere Inputs einfügen möchtet. Das hatte ich euch ja auch schon gezeigt. Das ist echt mega cool, wenn ihr zwei Computer an einem Monitor nutzen möchtet. Ihr habt hier auch eine sehr große Real Estate, also sehr viel Platz, auf den ihr arbeiten könnt. Da ist es dann auch praktisch, zwei Computersysteme vielleicht einfach drauf laufen zu lassen. Und hier unten habt ihr dann so einen Picture-in-Picture-Modus. Das heißt, ihr könntet das dann quasi als kleines Fenster auflassen. Wäre vielleicht interessant, wenn ihr irgendwie ein Fernsehen anschließen möchtet, so ein Receiver oder so. Den könnt ihr hier auch direkt reinfließen lassen und da habt ihr dann ein kleines Fernsehen-Display. So, das war's dann eigentlich schon. In den Settings hier kann man nicht sehr viel ändern. Hier die erste Taste, die erste Einstellung ist hier die Sprache, Englisch oder Chinesisch. Audio Source, hier könnt ihr einstellen, wenn ihr das Ganze dann per Kabel an eine Box angeschlossen habt, was die Source ist, also HDMI 1 oder HDMI 2, DPI 1, DP1 oder DP2, das steht für DisplayPort, glaube ich. Volume, hier könnt ihr dann die Lautstärke rausgeben, die an die Lautsprecher gehen. FreeSync habe ich hier einmal aktiviert. Das ist auch Gaming-related. Ich habe jetzt in meinem Alltag jetzt nicht wirklich viel gemerkt. Wie gesagt, League of Legends sieht super aus, spielt sich flüssig und ich bin da echt mega happy. Hier dann noch ein paar Informationen zu dem Fernsehen, zu dem Monitor und einmal Restore Factory Setting. Hier könnte man das Ganze auf Werkeinstellung zurücksetzen. Das mache ich hier einmal nicht. Und das war es dann eigentlich auch schon. Wie gesagt, ich bin jetzt mega happy. Die Farben stimmen. 100% würde ich nicht sagen, aber 98%. Und das Problem ist immer noch so ein bisschen der Rotwert. Da habe ich so ein bisschen ein Auge drauf, aber das ist echt marginal. Und da muss man wirklich sehr genau hingucken, um den Unterschied zu sehen. Und ja, ich bin jetzt mega happy und ich kann dadurch den Monitor echt sehr empfehlen. Wenn der Monitor hier noch USB-C-Power hätte, dann wäre das echt mein Traummonitor, aber leider nicht. Xiaomi muss sich da auch ein bisschen Spielraum lassen für eine zweite Generation, damit die da so ein bisschen was besser machen können. Und so kann ich den Monitor aber trotzdem sehr empfehlen, wärmstens empfehlen. Auf den letzten Metern hat mein Audiorekorder dann doch schlapp gemacht und ich musste dann im Nachhinein erst merken, dass das Audio dann nicht mehr aufgenommen hat. Also jetzt hier Momo aus der Zukunft. Und ja, ich kann den Xiaomi Monitor immer noch wärmstens empfehlen und ich bin mega happy, dass ich jetzt die Einstellung gefunden habe, die mich zufriedenstellen, wo ich jetzt auch professionell damit arbeiten kann. Wie ihr seht, das Ganze ist hier im Clamshell-Modus, also ihr seht es hier noch nicht, aber Da habe ich es komplett rausgezogen. Und ja, das ist halt super gut. Ich stecke es einfach nur an, die zwei Kabel. Und dann kommt es gleich wieder hier online. Und ja, ich bin super happy mit dem Gerät. Ich kann ihn nur wärmstens empfehlen. Alle Links dazu in der Beschreibung. Ihr unterstützt damit natürlich 100% den Kanal. Ihr helft mir dabei, quasi hier ein bisschen was einzuspielen. Das ist ein ziemlich teures Hobby von mir. Und das Ganze am Laufen zu halten, das ist halt nicht so einfach. Aber jeder Kauf unterstützt den Kanal so ein bisschen und garantiert, dass ich hier weiterhin kostenlos euch coolen Content zur Verfügung stellen kann. Das soll es dann erstmal von mir gewesen sein. Wir sehen uns im nächsten Video und bis dahin, ciao.